Der erste Vortrag ist aber da, das ist der Niklas Alt. Er wird uns über Foskis im Museum erzählen. Vortrag 20 Minuten, danach wären dann 5 Minuten Diskussion und 5 Minuten zum Raumwechsel, so ist es immer gedacht. Kann losgehen. Bitte schön. Ja, gut, vielen Dank. Auch von meiner Seite erstmal herzliches Willkommen hier. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute hier vortragen darf. Zum einen, weil das natürlich bedeutet, dass wieder Foskis ist. Und zum anderen, weil ich mal die Gelegenheit habe, einen Vortrag über die Thematik zu halten, mit der ich mich sonst auseinandersetze. Allerdings diesmal mit umgekehrtem Publikum. Denn normalerweise ist es so, ich stehe vor Historikern und erzähle denen was über Webmapping und über Geo etc. Und heute ist es ja eher umgekehrt. Ich stehe sozusagen vor Leuten mit dem Geo-Hintergrund und erzählen ihnen etwas über eine historische basierte Geo-Anwendung. Insofern für mich auch mal ganz spannend. Ja, damit beginne ich. Ich stelle mir vor, was die Struktur des Vortrags ist, den ich jetzt gleich halten werde. Das ist zuerst eine ganz kurze persönliche Vorstellung. Da geht es mir aber eigentlich um nicht so sehr um mich, sondern um mein Anliegen. Danach geht es um eine historische Einführung, sozusagen um auch den Hintergrund darzustellen von der Kartenanwendung, die ich nachher vorstellen werde. Danach geht es um die technische Umsetzung. Dann soll das Ganze noch mal kurz auch vorgestellt werden. Dann noch kurz ein paar Anmerkungen am Ende dazu, wie es aufgenommen wurde von Seiten der Museumsbesucher. Und am Ende noch mal sozusagen breiteres Panorama aufzumachen und in Richtung historische Stadt-GIS und was momentan die Entwicklungen im Webmapping-Bereich dafür bedeuten. Genau, ich bin, wenn ich entwickle, aktiv unter dem Begriff OS History. Als Profilbild habe ich mir diesen Mann hier gewählt, den werden die wenigsten kennen, das ist Mark Block. Das ist zum einen ein brillanter Historiker und mit einer sehr interessanten Biografie. Das wäre allein schon genug Grund, ihn als Profilbild zu verwenden, aber zwei Sachen sind an ihm ganz spannend. Zum einen, also er hat vor dem Zweiten Weltkrieg seine Forschung gemacht, hat einen sehr starken Raumbezug gemacht. Er hat schon einen Raumbezug drin gehabt, bevor diese ganzen Sachen Richtung Spatial Turn in den 80ern, 90ern, jetzt gerade mit dem neuen GIS-Bewegung aktuell wurden. Und zum anderen hat er eine sehr große Offenheit einfach für technische Neuerungen seiner Zeit gehabt. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig, Leuten postum irgendwas zu unterstellen, aber beim Block könnte man, glaube ich, schon sagen, dass er, wenn er denn heute noch forschen und lernen würde, würde er GIS benutzen und sich auch für Geoverfahren und Visualisierung für die historische Forschung in jedem Fall interessieren. Dieses OS History, das werden die meisten wahrscheinlich schon erraten haben, steht OS für Open Source. Der Gedanke dahinter ist, dass es eben diese Doppeldeutigkeit drin steckt. Zum einen diese Open Source, das heißt offene Quellen für den Historiker, offene Quellen, offene Daten und auf der anderen Seite eben eine offene Quellcode. Das führt dann zu dem Gedanken, dass dieses alte Humboldtsche Bildungsideal von freier Forschung, freier Lehrer eben um eine dritte Dimension erweitert wird und das ist eben die freie Software und deswegen sind wir auch alle hier auf dieser Konferenz. Genau, mit diesem Gedanken habe ich im Nachgang an die letzte Foskis versucht, mal anzufangen, die Leute, die im Bereich der universitären Bildung, Forschung im Open-Source-Bereich unterwegs sind, eine Mailingliste anzulegen. Die ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht so groß geworden, da fehlt noch ein bisschen die kritische Masse, aber ich kann wirklich alle nur herzlich einladen, sich daran zu beteiligen und vielleicht schaffen wir es dann auch, das Thema Open Source, Geosoftware an den Universitäten auch interdisziplinär noch stärker zu verankern. Genau, jetzt aber zum eigentlichen Projekt, worum geht es mir? Letztes Jahr war großes Karl-Marx-Jahr in Trier, das war der 200. Geburtstag. Ich habe eine Promotionsstelle in Trier, deswegen bin ich dort auch an der Uni angestellt. Und es ging eben darum, dass wir im Rahmen der großen Karl-Marx-Landesausstellung eine digitale Armenkarte gemacht haben. Das waren verschiedene Institutionen beteiligt. Das war zum einen die Geschichtliche Landeskunde Trier, Forschungszentrum Europa und eben das Stadtmuseum Simonstift, in dem dann die Anwendung am Ende stand. Genau, das war, man muss dazu sagen, es war jetzt kein groß angelegtes Forschungsprojekt, es war eher was sich sozusagen ad hoc gebildet hat. Das ist im Endeffekt eine Kombination aus mehreren glücklichen Fügungen gewesen. Also zum einen, dass gerade eine Quellenedition für Trier von der Geschichtlichen Landeskunde in Bearbeitung war. Zum anderen, wir seit einer Weile am Forschungszentrum Europa so einen Geo-Schwerpunkt im Bereich historische GIS-Systeme eben haben und dass das eben auch mit dem Karl-Marx-Jahr sozusagen in Kombination war. Genau. Es geht darum, dass eine historische Armenkarte, eine interaktive, erstellt wurde. Deswegen auch digitale Sozialtopographie. Der Hintergrund ist folgendes. Im Jahre 1831, 32 kam eine große Cholerawelle über Europa hinweg. Die kam damals in regelmäßigen Abständen.
Und Trier war damals schon seit eben dem Wiener Kongress preußisch. Insofern haben dann die preußischen Autoritäten eben angeordnet, dass alle Arme erfasst werden sollten, weil davon ausgegangen wurde, dass Arme halt besonders für den Ausbruch der Cholera und die Verbreitung verantwortlich sein. Dann wurde eine entsprechende Sanitätskommission gebildet, die ging dann in die armen Haushalte, hat dort die Leute erfasst und eben auch von ihrer Perspektive aus bewertet. Insofern das nochmal im Sinne guter Quellenkritik nochmal darauf hingewiesen, dass eben in der Quelle auch ein gewisser Bias einfach drinsteckt, dadurch, dass eben Leute hingegangen sind und die beurteilt haben. Das Ganze kann man sich dann als Liste vorstellen. Ich zeige gleich noch ein Bild davon, in der zum einen soziostrukturelle Daten vorhanden sind, sprich Alter, Geschlecht, Kinder, aber dann eben auch stark qualitative oder wertende Begriffe, eben Moralität, also wie verworfen oder wie liederlich waren sie. Zum anderen Armutskategorien, die haben sie in drei Armutskategorien eingeteilt und am Ende ein Bemerkungsfeld. Einfach nur mal, um noch mal kurz einen Eindruck zu haben. Zum Beispiel ist da Martin Görgen. Er bettelt, säuft und flucht auf Gott und die Menschen. Hat drei Kinder, ohne getraut zu sein. Die beiden jüngeren Knaben, wovon der Älteren die Abendschule ist, verdienen Mitleid. Es wäre zu wünschen, dass dieser Mann, um von der Straße wegzukommen, ins Landarmenhaus aufgenommen würde. Genau, das ist jetzt die Liste, wie sie sich darstellt. Das sind mehrere Blätter davon, in zwei Büchern. Und es sind 950 über den Daumen gepeilt arme Haushalte, die eben von dieser Sanitätskommission dann erfasst wurden. Genau, aber wir sind hier auf der Hoskes und das Grundproblem, das sich eben darüber gestellt hat, ist, wie diese Art von Quelle könnte man jetzt schlecht sozusagen museumspädagogisch aufbearbeiten. Aber es gibt eine schöne Möglichkeit, wie man es machen kann, und das ist eben über einen kartografischen Ansatz. Hier sehen wir jetzt einen Stadtplan von Trier. Das ist etwas später, aber es hat dieselbe Hausnummerierung. Und dadurch, dass es eben dieselbe Hausnummerierung hat, also Sie sehen vielleicht, je nachdem wie groß es ist, die einzelnen Zahlen hier. Und innerhalb der Quelle ist eben auch an einer Stelle die Hausnummer und dadurch lässt sich das dann eben schön auch automatisiert über entsprechend ein Skript verknüpfen. Genau, damit komme ich dann zum technischeren Teil. Das ist die Verknüpfung der Armliste und der Karte. In dem Fall konnte es jetzt einfach transkribiert eine Excel-Liste werden, weil es ja tatsächlich auch eine serielle, also eine tabellarische Form vorlag. Genau, das Ganze wurde dann georeferenziert und vektorisiert. Das wurde glücklicherweise schon im Rahmen von einem anderen Projekt gemacht. Sprich, die Sachen lagen schon vektorisiert vor und es mussten nur noch die Zentroide gebildet werden, bei denen eben entsprechend die Hausnummern auch vorhanden waren. Und die beiden konnten dann zusammengeführt werden und über ein Python-Script eben aggregiert werden. Einziger kleine Umweg, der noch zu machen war, war, dass sich die Hausnummerierung für die Vororte nochmal wiederholt haben, aber das ließ sich dann über Shapely ganz schön ausgleichen. Genau, aus diesem Skript wurde dann wiederum ein GeoJSON gemacht und das GeoJSON ist dann auch die Ausgangsbasis für das WebGIS, das dann auf dem Touchscreen lief. Genau, so viel erstmal zur grundlegenden Geo-Daten, wie die hergestellt wurden. Genau, die Applikation selbst ist dann als webbasierte Anwendung konzipiert worden, schon mit dem Hintergedanken, dass nach der Ausstellung es dann eben eventuell dann nochmal online gestellt werden sollte. Und dafür verwende ich momentan hauptsächlich den Framework Angular, gerade für so eben hoch interaktive Anwendungen ist das sehr angenehm, einfach weil es viel Low-Level-Programmieraufwand nochmal spart. Kartenbibliothek ist Open Layers. Ich denke, muss man in dem Kontext jetzt nicht weiter vorstellen, ist allgemein bekannt. Genau, und wir haben jetzt für unsere Geo-Projekte nochmal eine Zwischenintegration zwischen OpenLayers und Angular, um eben bestimmte kartografische Symboliken zu vereinfachen. Genau, und das Ganze sollte eben dann auch im Museum laufen und es sollte auch so funktionieren, dass einfach der Strom angeschaltet wird, das Ganze fährt hoch und es ist eben Autostart-Applikation und das Ganze wurde dann eben innerhalb von einer Elektron-Anwendung gemacht. Das ist im Endeffekt ist es ein Chromium-basiertes System, das Web-Applikationen als Desktop-Umgebung simuliert. Genau. So, und dann komme ich mal in die Applikation hier rein. Oh, Moment. Genau. Also die Karte dreht sich jetzt zunächst mal. Ist jetzt hier
relativ groß alles auf dem Bildschirm hier. Genau. Symbolisiert da doch quasi schon mal Interaktion. Das ist jetzt im Wesentlichen auch das, wie es sozusagen der Museumsbesucher auf diesem Touchscreen gesehen hat. Also es war ein Raumkonzept in dieser Ausstellung vorhanden, sprich die einzelnen Lebensstationen von Karl Marx, die erste eben Trier. Und es ging eben darum, sozusagen Einblick in die Unterschichten zur Zeit von Karl Marx zu geben. Genau, und das Ganze eben dann als interaktive Web-Anwendung. Und hier sehen wir beispielsweise dann, das wäre so die klassische erste Interaktionsebene. Und die andere ist eben dadurch, dass man diese Grundfunktionalitäten von Open Layers bereitgestellt bekommt, ist eben hier unten sozusagen die Personen, die gerade im Kartenausschnitt zu sehen sind, sich dort eben anpassen. Es ging eben darum, dass man diese Liste sozusagen auch dann für spezielle Fragestellungen dann eben filtern kann, also beispielsweise nach dem Geschlecht. Genau, wenn man jetzt hier zum Beispiel diese Armutsklassen, die ich vorher erwähnt hatte, dann sieht man beispielsweise schon, wie sich bestimmte Armutsklassen auch in bestimmten Stadtbereichen konzentrieren, sprich die ganz Armen hier auch gerade auch in den Vororten nochmal konzentriert vorkommen. Genau, das Ganze ist eben so gestaltet, dass es eine mehrfache Interaktion unter den einzelnen Gruppierungen gibt, sprich zwischen der Filterebene, der Personenanzeigeebene und der Kartenebene. Genau, und es sind eben auf Häuserbasis aggregiert und dadurch lässt sich eben dann auch Konzentration von Armut dann wiederum darstellen. Das Ganze wiederholt sich dann hier auch nochmal. Ja, das ist das Wesentliche der Kartenapplikation. Ansonsten war es uns noch relativ wichtig, nochmal so ein Namensverzeichnis einfach drin zu haben, auch gerade für Leute, die jetzt aus der Region kamen, um nochmal irgendwie zum Beispiel nach ihrem eigenen Namen suchen zu können. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier mal nach meinem eigenen Namen und dann, genau, würde man eben wieder auf die Karte hier zurückkommen. Ähnlich ist es dann auch mit Straßenverzeichnis. Und genau, ist es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, die Karte ist nach Westen hin orientiert. Das ist auch der Ausgangspunkt für die Karte, schlicht und ergreifend, damit man eben die Labels lesen kann. Ansonsten könnte man es auch nochmal nach Norden drehen. Genau, und der Marx-Bezug war eben sozusagen Marx-Jugendhaus. Das ist hier an der allgemein vielleicht bekannten Porta Nigra. Hier gegenüber ist heutzutage interessanterweise ein 1-Euro-Laden. Genau. Wir haben es jetzt nicht allein bei der Kartenanwendung bewenden lassen. Ich will noch mal kurz die anderen Module ganz kurz anreißen. Hier ging es darum, dass wir verschiedene exemplarische Geschichten nochmal dargestellt haben. Da ist auch der Martin Görgen, den ich vorher zitiert hatte. Und genau, da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ich auf die Nutzung seitens der Museumsbesucher zu sprechen komme. Und hier ist nochmal eine andere Anwendung, die ist im Endeffekt auch eigentlich eine Kartenanwendung. Hatte ich dafür gebastelt, um zoombare Quellen eben mit Overlays besser versehen zu können. Und das ist jetzt eben einfach mal, um dem Nutzer sozusagen auch einen Einblick in die Grundkarten, in die Quelle zu geben. Genau. Und dann gibt es eben hier noch einen historischen Hintergrund, auf den ich jetzt auch nicht weiter eingehen werde. Genau. So. Gut. Ja. Zum Nutzungsverhalten. Ich habe vorher schon erwähnt, es war sozusagen eher eine Ad-Hoc-Geschichte, die jetzt nicht mit besonders viel Vorlauf geplant wurde. Deswegen gab es jetzt auch keine große Nachbereitung oder auch nicht große Befragung oder was auch immer. Was ich allerdings gemacht hatte, ist, dass ich einen einfachen Logger mit habe laufen lassen, sprich der einfach mal guckt, wie weit wird es denn auch tatsächlich genutzt, weil das ist ja schon so eine grundsätzliche Frage, die sie mich auch stellt, wenn man entsprechend Touchscreens ins Museum aufstellt, ob das denn auch von den Nutzern angenommen wird.
Ich hatte mehrfach die Gelegenheit, mir auch das vor Ort anzugucken, hatte dann den Eindruck, dass es ganz gut angenommen wird, hatte auch entsprechende Rückmeldungen eben vom Museum als auch von den Aufsehern, die ja da sehr viel Zeit in der Nähe verbracht haben, zurückbekommen, habe aber eben, wie gesagt, auch diesen Logger mitlaufen lassen, der einfach mal so eine Indikation liefern sollte, ob das dann tatsächlich auch angenommen wird. Das hier ist jetzt mal eine Auslastung. Also das hier unten ist der Zeitverlauf. Jeder einzelne Balken steht sozusagen für einen einzelnen Tag. Und dieses 0,0 bis 1,0 ist eben sozusagen eine Prozentauslastung de facto. Und die roten Striche sind die 25 und 75 Prozent Quartillen und das Grün ist der Median. Ist jetzt nicht 100% exakt, aber es zeigt auf jeden Fall, dass so ungefähr eine Auslastung von 50% da war. Sprich, dass die Leute auf jeden Fall auch schon großes Interesse daran gezeigt hatten und es tatsächlich auch genutzt haben. Und eine zweite Auswertung möchte ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Da geht es darum, mit welchen Modulen sich die Leute beschäftigt hat. Das fand ich insofern eigentlich ganz spannend, weil ich jetzt auch gedacht hätte, dass vielleicht irgendwie das Kartenmodul und das sogenannte Lebensbildmodul, also mit den Einzelschicksalen, doch stärker ausgewertet werden. Aber es hat sich eben gezeigt, dass tatsächlich auch beim Hintergrund doch irgendwie noch 22% sich das intensiv durchgelesen haben. Fand ich persönlich jetzt ein bisschen überraschend. Aber das freut einen natürlich auch, wenn diese Arbeit eben nicht sozusagen nur für die Vollständigkeit gemacht wird, sondern tatsächlich auch eben aufgenommen wird. Genau, ich hatte es schon im Vorlauf angekündigt, ich möchte gerne schließen mit so einem Ausblick irgendwie auf historische Stadt-GIS-Systeme, weil wir momentan wirklich jetzt von der technischen Entwicklung einfach an einer sehr interessanten Stelle stehen. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir eben durch diese modernen Frameworks, also ich habe jetzt extra das sowohl Framework als auch Kartenbibliothek in den Plural gesetzt, weil ich jetzt eben sozusagen unsere Lösung nicht verabsolutieren will. Sprich, ist es jetzt so gesehen eigentlich egal, ob man jetzt sozusagen Angular oder React als Framework nimmt, ob man jetzt OpenLayers oder Leaflet, das hängt ja letzten Endes auch von der Anwendung ab. Aber gerade durch diese Frameworks ist es eben möglich, diese spezialisierten Kartenanwendungen zu machen, die sich eben auch auf spezifische Problemlagen sozusagen spezialisierte Anwendungen überhaupt möglich machen. Sprich, dass man eben nicht auf vorgefertigte GIS-Systeme jetzt angewiesen ist, die vielleicht dann sozusagen die Quelle so nicht wirklich darstellen können, sondern dass man eben diese spezialisierten Anwendungen damit bauen kann. Der zweite Punkt, der auch auf der FOSGIS seit einigen Jahren immer stärker im Kommen ist, sind die Vektorteils. Das finde ich gerade für Stadt-GIS-Systeme eine sehr spannende Geschichte. Weil wenn man sich überlegt, man hat eben die entsprechenden Geodaten auch über verschiedene Zeitschnitte eben vektorisiert, dann kann man da beispielsweise historische Stadtansichten, Biografien, Personen dranhängen und einfach ein nochmal erhöhtes Interaktionspotenzial und eben auch pädagogischen Nutzen für den Besucher schaffen. Genau, und die andere Geschichte, die ich auch immer ganz spannend finde, das war jetzt in dem Projekt eben nicht der Fall, weil wir uns sozusagen jetzt auf die Armen beschränkt haben. Aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, man hat jetzt noch eine Steuerliste und würde die eben kontrastierend zu der Armenliste nochmal in einer parallelen Kartenansicht einfach darstellen, das gibt dann auf jeden Fall sehr spannende Optionen, die sich dadurch eröffnen. Genau, abschließen möchte ich noch, das war jetzt sozusagen, wie gesagt, etwas im Kleineren, ist ein sehr spannendes Projekt, das momentan läuft. Ich weiß nicht, ob es jemand mal gehört hatte. Ich kann das nur mal empfehlen, da gibt es momentan auch eine Doku auf Arte, die gerade läuft. Also so kleinere Dokus. Ist zur Venice Time Machine, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, wo sie versuchen, tatsächlich die tausendjährige Geschichte Venedigs komplett zu digitalisieren und auch eben räumlich zu erfassen unter anderem und dadurch eben die Stadtentwicklung darzustellen. Also da ist jetzt momentan noch nichts nach außen zu sehen, aber es ist auf jeden Fall mal ein Projekt, das über die kleineren Projekte, die eben innerhalb der Universitäten laufen, gemacht wird. Das ist aus Lausanne und eben der Uni Venedig und ich glaube, dass wir daraus auf jeden Fall in den nächsten Jahren spannende Ansätze auch finden werden, gerade was auch die Entwicklung von Stadt-GIS-Systemen angeht, aber auch was vielleicht eben für andere Projektbezüge ein ganz spannender Ansatzpunkt sein kann. Das wollte ich am Ende nochmal als etwas rausgeben, was man sozusagen beobachten kann. Es gibt wohl dieses Jahr auch ein Treffen, das interessanterweise in Dresden stattfinden wird. Genau.
Damit wäre ich dann am Ende meiner Ausführungen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Rückfragen und vielleicht eine Diskussion. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Niklas, für den interessanten Vortrag, auch für das Einhalten der Zeit. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Wer eine Frage stellen möchte, möchten Sie bitte ins Mikrofon sprechen. Das Mikrofon wird dann gebracht. Gibt es Fragen? Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe mich gewundert, zum Hintergrund, ich bin Medieninformatiker, sehe da also totales Potenzial, auch noch mehr mit Grafiken oder sowas zu arbeiten. Du hast gesagt, auch ihr arbeitet mit verschiedenen Frameworks. Ist es angedacht, auch noch Visualisierungen reinzubringen? Ihr habt jetzt die einzelnen Daten verortet und ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Multitouch-Anwendung. Die wirkte mir recht textlastig. Du hast gesagt, das ist gut angenommen worden, die Informationen wurden durchaus gelesen. Gibt es Ideen, da auch visuell weiterzuarbeiten, zu sagen, wir bringen jetzt mal die Informationen, welche Stadtgebiete besonders von Armut befallen sind, nochmal stärker visuell hervor oder zeigen vielleicht Diagramme, in welchen Bereichen da, also wie zum Beispiel die Armutsverteilung ist, sehr arm, mittelarm und wenig arm und wie sie das... Genau, also zum einen, also danke erstmal für die Frage. Also es gibt so eine Grundauswertung, die ist jetzt hier automatisiert erstellt über R, das ist aber erstmal statische Darstellung. Ne? An sich wäre das ohne Probleme möglich, also gerade eben doch diese Frameworks auch. In dem Fall jetzt nicht, weil wir uns tatsächlich eben jetzt darauf beschränkt haben, auf die kartografische Darstellung, aber es ist natürlich an sich überhaupt kein Problem zu sagen, okay, in diesem Ausschnitt jetzt beispielsweise, wenn ich mir überlege, ich bewege den Kartenausschnitt, habe auf der anderen Seite eben zum Beispiel jetzt eben eine statistische Auswertung, die sich dann dynamisch daran anpasst, was gerade im Kartenausschnitt zu sehen ist beispielsweise. Also gerade auch in der Hinsicht, dass bei anderen Projekten machen wir es dann durchaus. Das schien, also wäre jetzt wahrscheinlich in dem Fall vielleicht noch ein bisschen nochmal überlastend gewesen. Also wir hatten schon das Gefühl, wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, so weit und da machen wir einen Deckel drauf. Also ich hatte teilweise schon ein bisschen Eindruck, es könnte eventuell zu komplex sein. Ich habe mir mal das Nutzungsverhalten angeguckt. Also es wurde auch genutzt, tatsächlich die Interaktionsebenen, die drin sind. Aber ich glaube, dass jetzt sozusagen nochmal so eine dynamische statistische Auswertung vielleicht, also man weiß es nicht, ne, aber vielleicht auch nochmal eine Komplexitätsstufe zu viel gewesen wäre. Aber ich hatte mal eine andere Anwendung gemacht, wo es auch genau darum ging, sozusagen, wo man dann eben entsprechende statistische Werte sozusagen auf der Karte hat und sich dann die Statistik rechts dynamisch anpasst, während man die Karte verschiebt. Also ich finde das auch ein super spannender Bereich in jedem Fall. Ja, also insofern danke. Gibt es weitere Fragen? Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Eine Frage habe ich, also es hat auch natürlich sehr schön eben diese Verteilung von den Armen visualisiert. Und Sie haben gesagt, da gibt es eine Gruppierung, aber wiederum nicht. Also viele von den Armen haben einfach in beliebigen Häusern entlang der Straßen gewohnt. Weiß man, das ist jetzt eine historische Frage, eben diese Visualisierung ist sehr prägnant, dass dann hat zur Frage die Folge, wer hat dazwischen gewohnt? Und was war deren Einstellung zu den Armen, die dazwischen gewohnt haben? Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, mit dieser Methode diese Frage zu beantworten? Ja, also danke für die Rückfrage. Ich glaube, wenn man diese Sozialtopografie tatsächlich noch ausweiten würde, über diesen Blick auf den Pauperismus hinweg, Richtung eben den vermögenden Schichten, es ist ja tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, die ganze Stadt ist arm, weil wenn man sozusagen diesen Eingangsbild sieht, dann ist ja tatsächlich diese Armut auch überall. Natürlich konzentrierter in manchen Bereichen, aber das ist tatsächlich auch so, das hängt aber auch mit der Sozialstruktur Triers zusammen, muss man sagen. Also Trier ist zu einem Zeitpunkt, salopp gesagt, sehr abgehängt. Also es ist einfach wenig an Handel da, es
ja, wird langsam Garnisonsstadt ausgebaut. Aber insofern ist diese strukturelle Armut tatsächlich auch über die ganze Stadt verteilt. Ja, und die andere Geschichte ist natürlich über Gischt schwer zu fassen. Das ist ja eher sozusagen auch eine ideengeschichtliche Frage, sozusagen, wie wird Armut wahrgenommen, wie wird Armut rezipiert. Und ja. Genau, also was man machen kann, ist eben, dass man anhand bestimmter Berufskriterien oder was ich auch vorher kurz angedeutet hatte, dass diese Armutskategorien sich eben dann auch in bestimmten Stadtteilen nochmal verfestigen. Oder auch wenn man nochmal guckt nach Altersstrukturen, dann kann man auch gewisse Sachen nochmal feststellen, beziehungsweise eben auch Massierungen in einzelnen Häusern, also dass dann bis zu 10 arme Haushalte eben in einzelnen Häusern auch gelebt hatten. Gut. Dann würde ich jetzt den Vortrag schließen. Ich bedanke mich nochmal für den Vortrag und auch für die Diskussion.